Ihr wisst es, ich habe ja so eine Hassliebe zu Make-up Revolution und ich dachte mir, nein, Maxim, du sagst immer, man muss mit offenem Herzen an die neuen Produkte gehen und guess what? Ich glaube, wir haben einen neuen Favoriten. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wundert euch nicht, das ist nicht nass, das ist Öl. Und nicht aus meinem Gesicht, sondern ich habe gerade was anderes gedreht, mich abgeschminkt und das Abschminköl war überall. Ich hoffe, es stört euch nicht. Mich stört es. Let's go. Okay, passt auf. Ich muss kurz ein bisschen ausholen, weil ich die letzten Wochen ganz, ganz viele Nachrichten bekommen habe. Maxim, kannst du bitte die neue Skin Silk Foundation von Make-up Revolution testen? Und ich dachte mir, nicht so gerne, weil hat einen Grund, ich so eine Hassliebe mit Make-up Revolution habe. Die letzten, sagen wir mal, 2,5 Jahre war Make-up Revolution für mich Tatsache, was die Drogerie angeht, total uninteressant. Ich habe sehr, sehr wenige Produkte von denen benutzt, weil ich auch finde, dass viele Produkte einfach so ein bisschen lieblos inspiriert wurden. So, und jetzt kam diese Skin Silk Foundation raus. Und ihr wisst es, ich liebe es, neue Foundations zu testen. Von allen Dingen, die ich teste, liebe ich es am meisten, Foundations und dann Concealer zu testen. Und jetzt haben sie diese Skin Silk Luminous Serum Foundation rausgebracht. Und Spoiler-Alarm! Das ist eine der krassesten Foundations, die ist, wenn nicht sogar die krasseste Foundation von Make-up Revolution. Punkt. Fahren wir gleich mit der Tür ins Haus. Video ist hiermit beendet. Nein, Spaß beiseite. Ich zeige es euch auch gleich und sage euch auch, warum sie so gut ist. Und ich habe dann noch so ein paar andere Produkte von Make-up Revolution gekauft, die. Einige sind inspiriert, aber andere sind auch wirklich neu und ein paar neue Favoriten, die ich euch gerne zeigen möchte, denn ich kaufe die Sachen eigentlich immer bei Lookfantastic. Ich kann da mit meinem Code einfach immer das meiste sparen. Wie auch in diesem Video habe ich die Produkte von Lookfantastic. Mit dem Code, den ich euch hier einblende, könnt ihr da immer das Maximum sparen. Das gilt auf so, so viele Produkte. Und bei vielen Produkten macht es auch Sinn. Bevor wir zum Make-up kommen, wollte ich euch drei Nicht-Make-up-Favoriten einmal vorstellen, die ich mir letzten Monat für diesen Monat mitbestellt hatte. Wir reden im Moment recht häufig über meine Haare. Wahrscheinlich, weil ich euch emotional darauf vorbereite, dass ich in den nächsten 24 Monaten nicht mehr so aussehe, sondern anders. Ich hatte seit vorletztem Jahr oder 22, ich weiß es nicht, als ich das erste Mal das große C bekommen habe, habe ich seitdem Probleme mit meinen Haaren und meiner Kopfhaut. Und ich habe was gefunden, weil ich wirklich schon, also anders. Meine Kopfhaut ist teilweise so trocken, dass es brennt und ich nur durchgehe und das sehr, sehr stark schuppt. Ich probiere wirklich verschiedene Dinge aus, um dieses Problem einfach zu lösen. Ich habe teilweise mir nachts diese Mixercreme Ceramide Protect mit auf den Kopf gegeben, weil das so gejuckt hat. Ich habe mir von La Roche-Posay diese große diese Urea-Flasche genommen, auf meinen Kopf gemacht, einfach um diesen Juckreiz zu lindern. Es hat alles immer ein bisschen funktioniert. Ich habe jetzt auch eine Reinigungsroutine gefunden, die gut für mich funktioniert. Die zeige ich euch demnächst mal in einem aufgebraucht Video. Aber dieses Ding hier, das ist für die Situation, wo ich halt nicht meinen Kopf in einem Bottich Creme tauchen kann. Das ist von Umberto Gianni. Noch nie was von gehört. Und ich habe einfach random bei Lookfantastic geschaut nach etwas für meine Kopfhaut und habe das Scalp Serum gefunden. Hydration Drops. Beruhigt die Kopfhaut für trockene, juckende und flockende Haut. Also genau das Problem, was ich habe. So, das ist ganz krass. Das ist eine ganz einfache Verpackung. So ein bisschen, ne, ist Plastik. Ihr habt hier einen Dropper mit drauf und eine Pipette. Und ich hatte neulich hier hinten eine Stelle, die so gejuckt hat. Ein bisschen ist noch trocken hier hinten. Und ich habe das drauf gemacht. Erstmal, es riecht wahnsinnig krass nach Kokosnuss und Ananas. Es riecht wie Piña Colada. Und das ist wie ein Hyaluronsäureserum. Aber in dem Moment, wo du das drauf machst, zieht die Kopfhaut diese Feuchtigkeit mit auf und es hat sofort aufgehört zu jucken. Ich kann jetzt gerade noch nicht sagen, wie das wegtrocknet, weil ich es da hinten nicht gesehen habe und am nächsten Morgen mir die Haare gewaschen habe. Aber wenn ihr so ein Problem habt mit einer ganz, ganz fiesen, trockenen Stelle, probiert das mal aus. Es war wirklich war wirklich recht günstig. Wollte ich euch jetzt einfach nur mal mit zeigen, weil mir das ganz gut geholfen hat. Und was neu ist, was ich jetzt einmal schon benutzt habe und mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist von Way. Way ist unter anderem eine Haarmarke, die für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und die haben jetzt das Hair Gloss rausgebracht. Das machst du im Prinzip wie so eine Haarmaske auf deine Haare. Und die glänzen dann einfach schöner. Das seht ihr jetzt hier in dem Licht nicht, aber im Tageslicht sieht es sehr, sehr gut aus. Und was ich da reinmische, ist von Isana. Die haben ja diese
Hair Glossing Reihe mit den Farben mische ich 2:1 zusammen, zwei Teile hiervon, ein Teil mit diesem farbigen und dann hast du so einen richtig schönen Reflex auf der Haut. Way ist sehr, sehr teuer, aber du brauchst davon wirklich nur die kleinsten Mengen. Also ich hatte ja mal diese Shampoos, hatte ich euch irgendwann mal in einem Aufgebraucht gezeigt. Das hat fast 2 Jahre gehalten und ich wasche meine Haare fast jeden Tag. Ne? Also so viel dazu. Das hat mir aber ganz gut gefallen und es sieht natürlich auch sehr schön aus. Okay, und zu guter Letzt ein drittes Teil, bevor wir mit dem Make-up weitermachen. Tut mir leid, aber ich muss es euch am Anfang mit reinnehmen. Ich liebe Parfums oder ich sammle Parfums. So, und jetzt hat Tom Ford das Oud Mineral rausgebracht. Das ist nicht aus dieser teuren Reihe mit in diesen eckigen Flakons, die alle ähnlich aussehen, sondern das ist so ein bisschen die alltägliche Version. Oud Mineral. Ich persönlich mag ihn nicht, aber das ist, ich habe den gerochen und wusste, ja, der wird jedem eurer Väter und eurer Männer über 50 gefallen. 50, 60 würde ich sagen. Ohne Wertung. Das ist ein sehr würziger Duft, sehr udig, sehr mineralisch, schon fast schon metallisch, sehr holzig. Das ist, so stelle ich mir Männer vor. Ihr wisst, was ich meine. Das ist so der Duft, der eigentlich ganz verallgemeinert sehr, sehr vielen gefallen wird. Und mein Kurt hat da auch mit drauf, galt da auch mit drauf. Das ist so ein Duft, der ist sehr, 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 sehr stark. Sehr stark, ein Sprüher reicht. Und ich würde den jetzt mit was sehr Süßlichem kombinieren, dann gleicht sich das so ein bisschen aus. Ist aber sehr würzig. Aber das ist so ein Duft, ich habe ihn gerochen und wusste, der gefällt vielen, vielen Männern. Wenn ihr nicht wisst, welchen Duft ein Mann, den ihr vielleicht beschenken wollt, mögt, er wird den mögen. Riecht so ein bisschen wie Hermes. Terre d'Hermes. Genug gequatscht, Freunde, wir hüpfen direkt ins Make-up. Meine Hassliebe mit Make-up Revolution ist ja kein Geheimnis. Und jetzt kam die mit der Skin Silk Luminous Serum Foundation raus. Und ich erinnere mich, es gab mal Revolution X oder so hieß die. Und das gab eine Farbe und ich wusste nicht mehr, ob es die F9 oder F4 war. Deswegen habe ich mir beide davon bestellt. Es war die F4. Was Revolution Nummer 1 lobend, Revolution kann Farben konsistent beibehalten. Also wenn ihr eine Foundation vor 3 Jahren hattet, die in einer Farbe für euch gut funktioniert hat, dieselbe Farbe in jeder anderen Foundation. Löblich. Sehr, sehr gut. Die Skin Silk Foundation soll so ein bisschen leuchtend sein, sie soll sehr leicht sein und sie soll sehr gut halten. Und ich war ein bisschen skeptisch, weil die Revolution Foundations immer sehr, sehr günstig sind, ne? Und ich mittlerweile die Erfahrung gemacht habe, dass nicht teuer unbedingt gut ist, aber es gibt so einen Bereich, da ist günstig auch schlecht und nicht günstig und überraschend gut. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt kam die hier mit raus. F4 Farbmatch meines Lebens, damals schon gewesen, heute immer noch. Ich trage sie gleich auf. Ich habe noch was anderes mitgenommen, was ich euch einmal zeigen wollte. Es ist leider die falsche Farbe. Das ist das Bright Light. Das ist inspiriert von der Nachbarin Charlotte. Gleiche Verpackung, gleicher Applikator. Es ist leider nicht meine Farbe. Der ist sehr orange. Ich finde, der ist auch nicht wie der von Charlotte. Und da muss ich jetzt mal kurz mit euch drüber reden, weil es mich mittlerweile sogar schon nervt und ich viele verstehen kann, nur den Content konsumieren und nicht produzieren, so wie ich, dass nicht alles ist ein Dupe. Nicht alles ist, nur weil es dasselbe ist, dasselbe Produkt. Es gibt Produkte, die sind inspiriert von, das ist was anderes. Es gibt Produkte, die sind einfach eine billige 1:1 Kopie, ein Fake, eine Fake, wo dann auch das Original mit draufsteht, aber es das nicht ist. Und es gibt Produkte, die nur so verpackt werden und so gemarketet werden, dass sie sich so verkaufen wie das andere. Das ist es nicht. Das ist eine sehr, sehr glowy, matte, aber trotzdem mit Glitzerpartikeln der Foundation. Will ich jetzt gar nicht benutzen, ehrlich gesagt, weil es hat mich nicht so umgehauen. Die aber trotzdem. Hier sind 23 Milliliter drin, ist ein bisschen weniger als üblich. Sie ist recht flüssig, aber nicht so flüssig. Und ich sage jetzt einfach mal gar nichts, trage sie mit diesem Essenspinsel auf und ihr schaut euch das einfach an. Was solltet ihr jetzt sehen? Also erstmal mal das Finish, glowy, aber nicht speckig. Die ist sehr, 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 sehr leicht, aber trotzdem deckend. Das ist ganz schwierig. Ich würde sie vom Feeling, vom Gefühl auf der Haut sehr stark mit der Infallible von L'Oreal vergleichen, vom Finish aber nicht. Und jetzt falle ich auch direkt mit der Tür ins Haus. Diese Foundation ist von der Viskosität her, von dem Finish, wie sie sich mit der Haut verbindet, 1:1 vergleichbar mit dem Natasha Denona High Glam Concealer. Und erinnert ihr euch, dass ich vor einer Weile gesagt habe,
dass ich es so schade finde, dass dieser Concealer von Natasha Denona so schön unter den Augen ist, ich damit aber nicht so gut als Foundation klarkomme. Problem gelöst. Dieses Ding in meinem Gesicht sieht so, es ist nicht erkennbar, dass du etwas im Gesicht hast. Erstmal, weil die Farben, die Revolution macht, so genial sind, weil sie einfach on point sind. Du musst dich natürlich so ein bisschen durchtesten. Vielleicht wisst ihr auch schon, welche Farben ihr bei Revolution vor einigen Jahren vielleicht mal hattet. Dann könnt ihr da ruhig mit weitergehen. Aber diese Foundation legt sich wie so ein Gel auf die Haut, was, ich glaube, es ist von Venom oder so. Dieses schwarze Ding, was, wenn du es wegmachst, dann schließt sich das automatisch wieder. So eine, es wirkt, was ist, klingt total too much jetzt, ne? Wie so eine selbstheilende Foundation, die so gleichmäßig sich mit sich selbst verbindet, wenn du sie auch nicht so ordentlich eingeblendet hast, die trotzdem natürlich und trotzdem leicht ist. Die Haut ist so perfektioniert, auch wenn ich euch nah ranhole, seht ihr den Glow, die ist aber nicht speckig glowy. Der Natasha Denona Concealer tendiert recht stark schon in das Speckige auf der gesamten Haut. Die ist leicht, die ist krass und die ist schön. Das geht so, so schnell. Die ist sehr, sehr flüssig aufgetragen und lässt sich dadurch natürlich auch sehr, sehr gut verblenden. Und ihr wisst es, wenn ich euch eine Foundation nicht in einem extra Video vorstelle, also wenn ich eine Foundation Review mache, dann nehme ich euch da den ganzen Tag mit. Meistens erstmal als First Impression und dann hänge ich da meistens nochmal einen Tag mit dran, wo ich die Foundation auch nochmal länger teste mit verschiedenen Primern. Ich habe übrigens gar kein Primer im Gesicht heute, weil ich finde, dass es die Foundation absolut auch nicht nötig hat. Es gibt ja so Foundations, da brauchst du einen Primer. Hier ist es eigentlich am schönsten, wenn du gar nichts im Gesicht drunter hast und der Foundation wirklich die Möglichkeit gibst, dich mit deiner Haut zu verbinden. Und da muss ich mich auch ganz offiziell bei Revolution entschuldigen. I'm sorry. Viele Produkte, die ihr macht, sind nicht mehr das, wo ich sage, boah, krass, nice. Diese Foundation ist ein absolutes Meisterwerk geworden. Ich habe auch noch keinen Vergleich dazu. Also die hält wie nichts anderes, was ich kenne in dem Preissegment, so leicht. Ich habe erst gedacht, dass sie vielleicht ähnlich ist wie die von Essence, die neue. Kannst du nicht miteinander vergleichen. Also ich habe die Foundation gestern aufgetragen, weil ich eigentlich drehen wollte. Und dann sind Danny und ich aber spontan doch nochmal spazieren gegangen und waren fast 2 Stunden draußen. Ich kam nach Hause, ich sah aus wie neu. Also es hat ungesettet, ne? Unglaublich schön. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir machen mal ein kurzes Päuschen, lassen die Foundation richtig schön in meiner Haut einmal einziehen, dass die Feuchtigkeit auch so ein bisschen in die Haut einzieht und dann zeige ich das Ergebnis nochmal. Okay, 15 Minuten später, schaut euch das an. Die sieht einfach unglaublich schön aus und ich habe gerade so ein bisschen überlegt, dass ich euch vielleicht zu wenig einfach darüber zeige, aber ich weiß gar nicht, was ich euch darüber groß erzählen soll. Ich würde sie vergleichen mit so einer Mischung aus dieser hier und vielleicht der Mesauda Foundation. Vom Finish her, die Mesauda Foundation ist aber schon fast metallisch, die ist eher matt. So eine perfekte Mischung, großartige Foundation, großartige Shade Range, muss man dazu auch einfach mal sagen, dass es für eine, diese Haare immer überall, für eine Drogeriemarke einfach leider nicht selbstverständlich, was es eigentlich sein sollte. Tolles Finish. Langanhaltend, wunderschön. Bevor wir weitermachen mit einem weiteren Revolution-Produkt, beziehungsweise zwei, wollte ich euch diesen hier einmal zeigen. Das ist der neue Concealer von Laura Mercier. Die Foundation kennt ihr ja schon, die habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist ehrlich gesagt nicht so meine. Die kam vor fast 2 Jahren raus und ist jetzt erst viral gegangen. Das ist der Real Flawless Lightweight Weightless Perfecting Concealer. Ich habe ihn in der Farbe 1N1. Er ist ein bisschen zu hell. Aber es funktioniert. Er ist sehr, sehr lightweight und auch hier ähnlich. Ich freue mich, auf der anderen Seite bin ich ein bisschen traurig. Ähnlich wie der von Natasha Denona, aber in matt. Der von Natasha Denona ist sehr, oder nicht matt, matt ist auch falsch. Der hat nicht so eine starke Deckkraft wie der von Natasha Denona. Vom Feeling her etwas leichter, nicht so wie so eine Creme. Lässt sich aber unglaublich gut ausblenden und hinterlässt dann, wenn er wirklich angetrocknet ist, so ein leicht semi-mattes Finish, hat aber so ein bisschen Reflexion mit drin. Aber das grundlegende Finish ist dem sehr, sehr ähnlich. Man muss ihn ein Stückchen antrocknen lassen, einfach um etwas mehr Deckkraft hinzubekommen, ist aber ein guter Concealer. Ich habe ihn jetzt einfach mal mit reingenommen, weil
der neu ist und der sicherlich einige interessieren wird. Die Farbauswahl ist auch recht gut. Er reflektiert auch, ne? Aber er fühlt sich nicht so cremig an wie der von Natasha Denona, was manchmal ganz gut sein kann, weil der ja sehr schnell auch mal so ein bisschen rutschen kann und dann auch ein bisschen zu viel sein kann. Also eine recht gute, etwas mattere Alternative. Vom Finish her sind sie aber gleich. Funktioniert übrigens auch sehr, sehr gut, wenn man ihn mit einer Augencreme mit reinmischt. Viele der Produkte natürlich dieses Mal auch schon getestet, weil ich die Sachen, wann habe ich die bestellt? Ende Januar, glaube ich. Und seitdem sind sie hier und ich muss dann natürlich, ich kann mich nicht hier hinsetzen und ein First Impression bei Complexion Produkten drehen, weswegen ich die schon getestet habe. Was wir jetzt aber direkt einmal hier live testen, ist das hier. Das ist das Cherry Bake Loose Baking Puder von Revolution in Pink. Das von Huda Beauty ist ja ein Favorit seit vielen, vielen Jahren. Ihr habt auch hier so eine ganz kleine Puderquaste mit drin. Was ich hasse, sind diese Aufkleber hier drauf, wenn man die nie abkriegt. Ich wollte früher immer Arzt werden. Jetzt operiere ich hier. Ah, ich bin so ein Lump, ne? Du hast erstmal das hier, was sehr, sehr gut ist. Werf das nicht weg. Und dann ist hier diese Folie mit drauf. Süß, es ist sogar in Herzchenform. Ich nehme jetzt mal ein bisschen was raus. Wie gesagt, ich habe das noch nicht getestet. Ich kann auch gerade nicht sagen, ob es riecht. Nehme Microfiber Multitool Mini. Gehe hier erstmal mit rein. Ja, es ist wirklich pink. Sekunde. Ich habe manchmal das Gefühl bei Revolution, dass sie Produkte rausbringen, die einfach nur eine schlechte Kopie sind. Aber das kann ich jetzt hier gerade gar nicht sagen, weil das sieht sehr, sehr flawless aus. Ist da Schimmer mit drin? Ich sehe was ihr wahrscheinlich nicht seht. Und das ist Schimmer. Ein ganz, 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 ganz feiner Schimmer. Ich glaube, ich habe hier schon, ich weiß nicht, ob ihr diesen Streifen, da könnt ihr dann sehen, da zu viel benutzt. Du brauchst nur eine ganz dünne Schicht. Naja, da ist ganz fein gemahlenes Mika mit drin, was dann so ein bisschen reflektiert. Was ganz gut ist eigentlich, um Concealer zu setten, weil es das alles noch ein bisschen heller macht. Aber du darfst nicht zu viel benutzen. Also zum Baken würde ich es fast nicht benutzen, weil es dann eventuell zu viel sein könnte. Unter den Augen ist das aber sehr, sehr krass, sehr aufhellend. Mal ein bisschen weg. Schon schön, aber schwierig. Schwierig. Es ist ein ganz dünnes Eis zwischen unglaublich schön und hochgradig gefährlich, weil du siehst es, unter den Augen sieht es toll aus, aber dann hast du halt hier, da wo die Poren schon sind, einfach wie so ein Highlighting-Streifen. Würde ich ein bisschen vorsichtiger benutzen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man das grob aufträgt und damit Foundation fixiert, weil dann hast du ein sehr schönes mattiertes Ergebnis, ohne dass es trocken aussieht. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken machen. Ich habe eine Sache aber vergessen, und zwar das hier. Das ist der Blush That's Cute Pink. Ich dachte, das könnte vielleicht so eine Alternative zu den Rare Beauty Blushes sein. Es ist nicht parfümiert, sehr dunkel und sehr pigmentiert. Okay, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich nehme mal nur ein ganz kleines bisschen erst und gehe jetzt hier einfach mal grob rüber. Es ist ein mattes Finish. Ich würde damit nicht direkt ins Gesicht gehen, weil sonst habt ihr wirklich ein Problem. Von der Textur her erst gelig und dann blendet der sich so ein bisschen matt aus. Arbeitet mit euren Händen, Freunde, dafür habt ihr sie. Trocknet matt runter. Und geht auch gut, wie wir jetzt gerade sehen, auf eine fixierte Base. Farblich sehr intensiv. Sehr, sehr schön. Nice. Ha, und das ist genau das, was ich probiere immer zu predigen. Schließt nicht mit einer Marke ab, weil euch ein Produkt mal nicht gefallen hat. Weil das Endergebnis ist ja doch sehr schön. Und schaut euch bitte mal das Pigment an. Ich könnte das ja jetzt auch noch so ein bisschen auf meine Lippen toppen, dass das Ganze wieder ein bisschen mehr zusammen ist. Oder als Liquid Eyeshadow. Dafür sind diese matten Blushes natürlich immer sehr, sehr gut. Huh. Wisst ihr, was ich jetzt mal machen möchte? Ich möchte das Ganze einmal kurz fixieren, weil es ja doch jetzt schon wieder sehr matt geworden ist. Dass alles wieder mal so ein bisschen mehr saftig wird. Und wir lassen das Ganze einmal kurz ein bisschen anziehen. Währenddessen tragen wir noch was auf die Lippen auf. Auch das ist neu. Vegan Collagen Peptide High Shine Lip Gloss. Ist in seiner jugendlichen Farbe. Ich habe mich hier für Kaschmir entschieden. Der hat aber Glitzerpartikel mit drin. Roséfarbene, goldene. Die einfach so ein bisschen mehr Glanz wahrscheinlich aufs Gesicht bringen. Oh, schaut euch die Base an. Das ist es. Also ihr müsst, Freunde, bitte, ihr müsst euer Make-up fixieren. Wenn ihr nicht wollt, dass das irgendwie glowy wird oder matt wird oder so, nehmt einfach ein Wasserspray. Puder muss ein bisschen plattgedrückt werden durch dieses Wasser. Es muss wie so ein Teig werden.
es muss einfach weicher aussehen. Und ich kombiniere jetzt mal kurz einen Lip Liner hier von Nam. Die gefallen mir im Moment echt gut. Das ist die Farbe 02 Rose Nude. Und ich gebe jetzt einfach mal hier mit rüber. Das Packaging erinnert mich ein bisschen an die von Tamtam Beauty. Durchsichtiger Stiel und der Applikator, weiß nicht, ob ihr ihn erkennen könnt, ist mit einem Loch versehen. Ich glaube, Jeffree Star hatte die damals und das ist der Applikator vom Natasha Denona Concealer. Ein bisschen Reservoir mit drin, das heißt, das Produkt wird gleichmäßiger abgegeben. Riecht gut, sehr, sehr leicht. Leichte Farbabgabe, hochreflektierend, nicht schmierig, fühlt sich sehr glatt auf den Lippen an, hat aber diese Glitzerpartikel. Ne? Also die siehst du schon. Ich finde das aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ich mag das, glaube ich, eigentlich ganz gerne, weil das mal das Ganze so ein bisschen spannender macht. Kannst du mit Sicherheit gut auch irgendwo rüber kombinieren. Ich will jetzt aber doch nochmal diesen Blushton hier damit reinmischen. So einen leichten Gloss-Effekt. Es erinnert mich vom Feeling auf den Lippen an die hier von Rode. Das sind die Lip Peptide Treatments. Das sind die Peptide, ne? Die wirken wirklich wie so ein Film auf den Lippen. Gibt es eine Foundation, die angereichert ist mit Peptiden? Weil ich glaube, dass... Vielleicht ist es sogar die hier. Ich gucke mal kurz. 11,99 €, ne? Kannst du nichts sagen. Dipeptide. Hyaluronsäure und Peptidkomplex. Hautfreundliches Duo, das die Haut aufpolstert und Feuchtigkeit spendet. Das ist... Ich weiß nicht warum, aber diese Peptide sehen vom Finish her. Was sie jetzt bewirken, will ich jetzt gar nicht... Ne? Jetzt hier groß drauf eingehen. Aber diese Peptide bilden wirklich wie so einen Film auf der Haut, der so gleichmäßig aussieht. Sehr, sehr weich. Fast schon wie so ein Netz, wie so ein Gitter auf der Haut, was sehr, sehr gut aneinander hält. Und ich glaube, das sieht man auch ganz gut. Nicht nur bei der Foundation, sondern jetzt auch gerade vor allen Dingen bei den Lippen. Und ich glaube auch, dass der Natasha Denona Concealer mit Peptiden angereichert ist, weil das dieses Netz, ich glaube, das Netz lässt es ein bisschen einfacher verstehen. Das war sehr, sehr gut. Wir sind tatsächlich auch schon durch mit den Produkten. Das waren die Produkte, die ich mir jetzt ausgesucht habe. Ich verlinke sie euch einfach mal unten. Also die Foundation ist ein Must-Try, bin ich ehrlich, weil es wenige Foundations gibt in dem Preissegment, die so gut performen im Alltag, auf der Haut. Ich hatte neulich eine ganz, ganz schlechte Hautphase. Hat gut funktioniert. Deckkraft gut. Wenn es zu wenig ist, könnt ihr ein bisschen Spot-Concealing betreiben. Ich bin gespannt, wie euch das die Produkte gefallen haben. Vielleicht habt ihr die Produkte ja auch selber schon probiert. Dann schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf euer Feedback, ihr süßen Mäuse. Bis zum nächsten Mal.